Ah. Routine. Guten Morgen. 6 Uhr. Eine Stunde zu spät. Ja, willkommen zu Routine. Ich mache erstmal den Wecker aus. Hier links stehen meine Pillen. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wir machen erstmal aus. Ich stehe erstmal auf. Reine Routine. Jeden Morgen derselbe Scheiß. Aber wenigstens die Vögel zwitschern. Das ist schön. So, ich hoffe, ihr seid jetzt alle wach. Dann könnt ihr ja weiter schlafen. Ah, so ein schöner Tag. Wir sind leider ein bisschen fixiert hier in unserem Standpunkt, aber das ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir machen erstmal Kaffee, ne? Okay, machen wir erstmal Kaffee. Ich kenne das Spiel schon ein bisschen, weil ich es gestern schon mal angefangen habe aufzunehmen. Aber ich habe den Kern des Spiels nicht verstanden, bis ich mir ein anderes Video angeguckt habe. Ich habe mich nicht gespoilert oder so, aber ihr werdet es schon sehen. Ihr werdet es schon sehen, ne? Okay. Machen wir erstmal Kaffee. So, Wasser. Und es ist, ja, es ist ein Horrorgame. Früh aufstehen ist der wahre Horror. Wissen wir doch, oder? Wissen wir doch. So. Hier sind Filter. Hinein damit. Kaffee hatte ich, glaube ich, im Schrank stehen. Da oben. Und erstmal Kaffee kochen. Okay. Zack. Gut. Und jetzt schauen wir da dem Kaffee dabei zu, wie er kocht, würde ich sagen. Ich kann live dabei sein. Yay, Jessica. Wecker nein, Kaffee ja. Ja, nehme ich auch alles. Bin wach. Ein Spiel über mein Leben. Mhm. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. So. Also, ich weiß nicht, was wir sonst machen können hier. Können wir irgendwas machen hier? Warten, bis der Kaffee durch ist? Ich weiß gar nicht, ob der wirklich durchläuft. Wir haben noch die Möglichkeit, rauszugucken. Mal unseren Garten genießen. Wie sieht's denn aus? Ah ja. Rollrasen. Deutscher Rollrasen. Und ein sehr großer Garten. Das Reihenhaus war wirklich sehr teuer. Hallo Village, wir spielen jetzt Routine. 9 Uhr. So, war ein harter Tag, ne? Endlich zu Hause. 9 Uhr abends. So, was haben wir denn da? Moderne Wissenschaft. Ein kontroverser Partikelaccelerator ist fertiggestellt worden. Proteste gehen weiter, je näher der Aktivierungstag rückt. Okay, interessant. Mehr können wir da nichts machen. Ah, der nächste Tag. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Küche. Würde sagen, wir machen erstmal Kaffee. Hey Chuck, alles klar? Da hinten? Ein Chuck muss immer dabei sein, ihr wisst es ja. Was? Wolfgang mag keinen Kaffee. Ich brauche Kaffee, um zu existieren. Größtenteils. Vor allem morgens. So. Alles reine Routine. Wir machen alles so wie jeden Morgen. Steht der Kaffeefilter ein bisschen schief? Ich weiß es nicht. Und an mit der Scheiße. Auf sowas habe ich heute echt noch Bock. Ja, gut, wa? Aber ihr müsst dranbleiben. Es ist. Der Kern des Spiels wird einem erst später bewusst. So. Nochmal gucken. Garten. Was macht der Rollrasen? Ist er noch in Ordnung? Oh mein Gott! Da liegt einer! Wer hätte das nur gedacht? Immer diese Besoffene, ne? Das ist, wenn du in der Nähe vom Sauerlandstern wohnst, dann hast du so eine Scheiße hier. Wachst du auf und sowas. Okay. Gehen wir mal hin. Hallo? Vielleicht war es auch ein Jogger.
der einfach nur über meinen Zaun gestolpert ist, weil er so niedrig ist. Ist nicht deutsch genug, nicht hoch genug. Der Zaun muss höher sein. Deutsche lieben Zäune. Hallo? Wow. Au. Aua. Was ist da passiert? Ende. Schleife. Ich tue, was ich will. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Nicht mal ich. Klicken, um neu zu starten. Und ihr ahnt es jetzt sicher? Wir müssen es nochmal spielen. Und das ist das, was ich beim ersten Run nicht kapiert habe. Denn wenn wir Dinge verändern, erreichen wir möglicherweise einen anderen Ausgang, der vielleicht auch dieses Ende erklärt. Klingt interessant, oder? Ich fand's interessant. Okay. Jeden Tag nur eine Pille nehmen. Wir müssen uns also ein bisschen besser umsehen, ob wir hier vielleicht was anderes finden. Ob wir unsere Routine irgendwie durchbrechen können. Ich glaube, hier hatten wir jetzt keine andere Möglichkeit, den Wecker auszumachen. Schon Ende. Naja. Okay. Wir stehen wieder in der Küche. Was könnten wir jetzt anders machen? Können wir vielleicht zuerst den Kaffee einfüllen? Erst den Kaffeefilter nehmen oder sonst irgendwie was? Ich weiß es nicht. Also alles, was ich weiß, man erreicht andere Enden, wenn man andere Routinen oder seine Routine durchbricht. Je stärker man das hinkriegt, umso besser ist es wohl. Gut. Und jetzt muss ich selber gucken. Weil wie gesagt, den ersten Run hatte ich schon mal aufgenommen. Ich wollte es eigentlich als Video machen. Aber war dann zu blöd zu kapieren, dass das Spiel, dass man da ja noch was anderes machen muss, kann. Um die wahre Essenz des Spiels zu extrahieren. Und okay, wir müssen weitermachen. Und normalerweise sehe ich mich ja eigentlich auch immer recht gut um. Aber hier haben wir anscheinend keine andere Möglichkeit. Wir können das Wasser auch einfach in die Mikrowelle kippen. Das wäre schön, ne? Das wäre schön. Vielleicht können wir auch einen Tee machen. Das wäre doch mal was. Da fehlt ein Messer, oder? War das Messer schon beim ersten Mal dabei? Wie viele Teller haben wir? Zwei kleine, zwei große, zwei Tassen, eine Müsli-Schüssel. Und die Mikrowelle steht auf 17.28 Uhr. Was steht denn? Da auf der Fußmatte steht Welcome. Okay, ich glaube, wir müssen weiter Kaffee kochen. Wir haben keine andere Möglichkeit hier, ne? Okay. Wenn wir ein anderes Ende wollen, müssen wir auf jeden Fall die Routine unterbrechen. Hi Kev, ein Hallöchen und ein Käffchen für dich. So. Es ist mal interessant, ob wir warten müssen, bis der Kaffee fertig ist und dann erst rausgehen. Oder ob wir das komplett sein lassen könnten. Ob sich hier was ändert, weiß ich nicht. Bisher ist mir jetzt nichts aufgefallen, was wir anders machen könnten. Wenn der Plot-Twist-T ist, dann ist das Spiel britisch. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, da können wir ewig warten, bis der Kaffee durch ist. Wir machen weiter unsere Routine. Puh, keiner da. Zum Glück. So weit, so gut. Kommen wir wieder zu den Abendstunden. Beim Messer habe ich nicht aufgepasst. Ich auch nicht. War da noch ein Messer? Wer weiß es nicht. Okay, was haben wir hier für Möglichkeiten? Oh! Oh! Gut, da ist unsere Küche. Wir können auf jeden Fall schon mal den Fernseher anschalten. Was haben wir noch?
Zeitung lesen. Da liegt mein Hemd. Sieht gemütlich aus. Es könnte tatsächlich britisch sein, so von der Tapete und so. Könnte es sein. Okay. Fernseh gucken diesmal oder Zeitung lesen? Was meint ihr? Was meint ihr? Vielleicht das Durchbrechen der Routine, das Spiel zu beenden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sich dann was ändert, wenn man seine Routine durchbricht. Zeitung lesen oder Fernsehen gucken? Was würdet ihr machen? Oh Gott, der Stream zögert wieder. Der verzögert sich. Ich würde sagen, ich entscheide mich dann für irgendwas. Ich weiß es nicht. Oh, wir haben gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Hey! Wir haben auch so die Routine durchbrochen. 6 Uhr morgens. Interessant. Einfach gar nichts gemacht. Okay, hier sieht es aber noch relativ normal aus. Können wir hier noch irgendwie was machen? Können wir vielleicht direkt zum Fenster? Keine Möglichkeit. Man kann sich nicht bewegen. Man sitzt hier fest. TV lesen, jetzt kommt alles rein. Okay. Aber ich denke, ihr seid auch so mit dem Ding zufrieden. Das ist so eine 50-50-Chance. Ich glaube, wir versuchen alles mal, so nach und nach, ne? Wir können uns ein bisschen länger mit dem Spiel beschäftigen. Das heißt, wir müssen sehr oft Kaffee kochen. Keine Ahnung, ob wir hier auch warten können. Wäre mal interessant. Jetzt nicht rausgehen. Ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit. Ich suche ja immer nach anderen Punkten, die wir auswählen können, aber hier ist jetzt nichts bei. Höchstens noch mal warten, weißt du? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt erstmal den Kaffee weiter und guck mal, ob sich irgendwas verändert, wenn wir diesen Weg normal gehen. Da können wir wieder nur dahin gehen. Okay, machen wir das mal. Es ist keiner da. Ein Vogel. Es ist ein Vogel da. Aber der Mann fehlt. Im Messerblock fehlt ein zweites Messer. Ja, ja, das habe ich auch schon gesehen. Ein roter. Ruhig. Es war ein schöner Tag. Okay, wir haben das Calm Ending. Zwei Endings. Klick to restart. Weder Zeitung noch TV. Es war wirklich, wirklich ein ruhiges Ende. Oh, guck mal, die Pillen. Die Pillen gehen runter, oder? 1, 2, 3, 4 Pillen. Vielleicht müssen wir warten, bis keine Pillen mehr da sind. Wir müssen es weiterspielen, bis keine Pillen mehr da sind. Da waren mehr Pillen drin, oder? Der Trick des Spiels ist es, einfach weiterzuspielen. Okay. Okay, verstehe. Der Tag kann sich immer noch verändern. Aber ich glaube, beim Kaffeekochen haben wir keine großartige Möglichkeit, will ich jetzt mal sagen. Wir gucken mal, was noch so passiert. Die Vögel, genau. Hier, Hitchcock, ne? Vielleicht hat Schaui irgendwann... Bin ich denn der Tiger King, dass ich einen Tiger im Garten habe? Niemals. Die Messer sind unverändert, ja. Ja. Es sieht immer noch gut aus. Mal sehen, was wir jetzt hier haben. Ist immer noch alles gleich? Hier ist einfach nichts los. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt machen wir Fernsehen. Fernsehen machen wir jetzt. Und wir müssen gleich darauf achten, ob die Pillen, ich glaube, da waren noch 4 Pillen oder 3 drin. Wir müssen achten, ob es nochmal weniger sind. Wenn da 3 Pillen drin sind, dann ist es definitiv weniger. Okay, wir nehmen jetzt die Fernbedienung. Fernsehen. Seltsame Objekte im Himmel. Okay. Ein neuer Tag beginnt.
Achso, das ist wieder die zweite Runde. Da können wir jetzt nicht gucken, was die Pillen angeht. Immer noch ein Messer fehlt im Block. Kein Vogel mehr. Ich höre auch gar keinen mehr, ne? Bestell doch mal eine Luxus-Kaffeemaschine. Das wird auf jeden Fall schneller gehen. Ich mache jetzt schnell Kaffee. Seltsames Objekt im Himmel. Vögel. Wer weiß. Vielleicht ist irgendwann noch der Kaffee leer. Aber im Moment sieht er ziemlich gut aus. Das wäre der wahre Horror, wenn der Kaffee leer ist. War es jetzt der zweite Tag? Ja, wa? Okay, er liegt wieder im Garten. Alien Invasion! Invaded. Ich konnte ihnen nicht entkommen. Sie haben meinen Verstand besetzt. Sie haben meine Energie ausgesaugt. Ich kann nicht mal denken. Sie haben komplett die Kontrolle über mich übernommen. Click to restart. Und? Irgendwie cooles Spiel, oder? Die Classic-Leiche im Garten. Drei Pillen. Es werden auf jeden Fall weniger. Wir müssen weiterspielen, bis wir keine Pillen mehr haben. Lass ihn doch da liegen, Schaui. Soll er sich ausschlafen, ne? Ah, ein weiterer schöner Tag. Wir machen das so lange weiter, bis wir keine Pillen mehr haben. Ich glaube aber, um den Kaffee kommen wir nicht rum. Das ist unsere verdammte Routine. Mal gucken, ob hier noch irgendwas anderes gibt. Ob wir es einfach wegschütten können. Immer noch. Ich glaube, hier ist wirklich alles unverändert. Ich weiß nicht, ob wir da auch noch was machen können. Der Kaffeekochsimulator. Ich frage mich echt, wie manche Leute auf solche Ideen kommen. Ich glaube, vieles passiert dann erstmal aus dem Ausprobieren. Die wollen dann halt erstmal gucken, was kann man mit so einer Game Engine machen, wie könnte ein Spiel aussehen und dann sowas. Vorhang auf! Draußen nichts Ungewöhnliches. Den Aliens hat der Kaffee nicht geschmeckt. Ich frage mich, wenn wir jetzt nochmal Fernsehen anmachen, was dann passiert. Oh, können wir gar nicht. Wir können hier gar nichts nehmen? Wir können wieder die Zeitung angucken? Noch die Fernbedienung nehmen? Ist da gerade ein Licht angegangen? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass jetzt hier gleich was passiert. Was steht denn da? The evening minute. Die Abendminute. Okay, das ist definitiv neu. Wieso können wir nichts machen? Haben wir eine Minute Zeit für irgendwas? Wir haben jetzt quasi wieder das ruhige Ende, hä? Glückwunsch zu den 15.000. Dankeschön. Mach weiter so. Klasse, danke, danke. Joey ist grounded und darf nicht mehr fernsehen. Vielleicht, weil du dich vorher für nichts entschieden hast. Können wir hier vielleicht weggehen oder so?
Dann können wir ja nur Kaffee kochen. Hat sich draußen mittlerweile was verändert? Klack. Jumpscare in 3, 2, 1. Da habe ich auch immer Angst vor. Aye. Aye, Mini. Ach so, Filter. Filter nicht vergessen. Ich dachte, jetzt das Spiel wäre kaputt. Mal sehen, ob sich hier noch was verändert. Zumindest werden vermutlich die Pillen weniger. War das jetzt schon der zweite Durchlauf? Tag 2? Da ist wieder nur der Vogel. Das Calm End, aber das hatten wir doch schon mal. It was a nice day. Jetzt dürfen wir nur noch zwei... Warum ist jetzt 9 Uhr abends? Moment, jetzt müsste das Spiel auch neu anfangen. Escape? Press and hold escape to quit to the desktop. What the fuck? Soll ich das tun? Was hat... X? Okay, es ist was markiert hier. Es zeigt nach da und da ist das X. What the fuck? Was sollen wir an dem Fenster machen? Können wir da noch weiter gucken? Ich mach mal, ich halt mal. Oh, oh. Sechs Uhr morgens. Vielleicht können wir gleich zu dem zweiten Fenster gehen. Das Fenster war ja markiert. Ich guck mal. Ich mache erstmal Kaffee, so wie immer. Das ist schon cool, das Spiel, oder? Ich mag sowas ja. Ich mag solche Konzepte. Ich finde die witzig. Gleich kommt was aus der Ecke. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt Jumpscares kommen oder so. Ich glaube, es soll einfach nur verwirrend sein. Filter. Kaffee. So lange, bis der Kaffee leer ist. Drückte er X? Ich hätte Escape drücken müssen, aber ich weiß nicht. Vielleicht hätten wir es auch nicht machen müssen. Ich wollte mich umgucken. Ich weiß nicht, warum da dieser Hinweis mit dem Fenster war. Vielleicht können wir jetzt einen weitergehen auch. Nee, leider nicht. Was? Das ist ja wie bei Stanley hier. Was zum Teufel? Ending. This was a nice day. Ending. Simulation. Ich weiß, irgendwas ist da, das uns immer beobachtet. Irgendwas hört zu. Sie wollen aber nicht, dass ich die Wahrheit weiß. Wie viele Pillen haben wir noch? Zwei Pillen. Zwei Pillen haben wir noch. Wir müssen weitermachen. Wir müssen noch tiefer in den Kaninchenbau gehen. Die Fußmatte kam erst vor kurzem. Nee, da liegt sie noch. Aber irgendwas ist auch in dem Fenster. Ich weiß nicht, wie wir zum zweiten Fenster kommen sollen. Sonst ist hier noch alles normal, oder?
Ich mach erstmal Kaffee. Ich will mal gucken, ob es immer noch was anderes gibt. Ich glaube, beim Kaffee machen haben wir wirklich keine Alternative. Es geht wahrscheinlich nur darum, was wir abends machen. Ich will mal halt zu dem Fenster, weil da war so ein X. Aber wir kommen nicht weiter nach rechts. Das ist das Einzige, wir können ihn nur aufschieben. Ein ruhiger Tag, wie immer. Willkommen bei Verstehen Sie Spaß, genau. Kannst du anstatt der kann in den Kessel nehmen? Hab ich versucht. Es ist nur wenn da so ein Kreis ist, kann man was machen. Wir müssen einfach zusehen, dass die Pillen mal leer werden. Okay, ein weiterer Tag. Ah, jetzt haben wir wieder die Wahl. Nehmen wir jetzt die Zeitung. Die Suche nach dem vermissten örtlichen Mann hält an. Okay. Und Proteste an der lokalen Universität wegen diesem Partikelbeschleuniger oder sowas. Real Estate Company being investigated for violating stigmatized property laws. Okay, irgend so eine Firma findet eine Untersuchung statt, weil sie die Stigmatized Property Gesetze missachten. The tragedy at the house devastated the neighborhood. Stock Market. Okay. Wetter wird 68 bis 57. Oh, wir haben die Zeitung mitgenommen. Keinen Kaffee kochen und abwarten. Das kann ich auch noch ausprobieren. Ich weiß nicht, wie lange wir warten müssten. Aber ich frage mich, was wir jetzt im Garten sehen, wenn wir jetzt erstmal den Kaffee normal kochen. Was sehen wir im Garten, nachdem wir die Zeitung hörten? So, Filter rein. Mach mal ordentlich Pulver rein hier. Wie spät haben wir überhaupt? 22:46, aber viel Zeit. Und an das Ding. So, da können wir wieder nur rüber gehen. Trinken so viel Kaffee, wir brauchen die Zeitung als Unterlage. Wieder die Leiche. Okay, ich habe Angst, dass hier. Obwohl sie ist ja quasi wach. Es ist ja keine Leiche. What? Wir bringen sie in den Keller und zerlegen sie. Wie geil ist das denn? Ending close. Er kann nicht mehr wieder raus. Ich muss ihn versteckt halten. Keiner mag ihn sowieso. Ich muss ihn hier drin behalten, wo es sicher ist. Zwölf Uhr Mitternacht. Ah, wir hatten Stromausfall. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Du hattest viele Gründe aufzuhören. Aber du hast es nicht getan.
Vielleicht sind die Sachen, die Dinge jetzt ein bisschen klarer. Ich weiß, es hat ein paar Tage gebraucht, bis du hier hingekommen bist. Einige endeten schlimmer, besser als andere, ohne Zweifel. Zum Glück hast du wenigstens eins von ihnen genossen. Falls nicht, danke, dass du hier warst. Trotzdem hier warst. Ich kann nicht versprechen, wo wir als nächstes hingehen werden. Es könnte irgendwohin Gutes sein. Es könnte irgendwas Böses sein. Was ich versprechen kann, ist, dass das hier das echte Ende ist. Und selbst wenn du all die gesehen hast, die ich anzubieten habe, es gibt da draußen noch viel mehr, die nur darauf warten, gefunden zu werden. Bitte besteh nicht auf das Böse, das du erfahren wirst oder so. Trag nur das Gute und versuch immer nach mehr zu suchen. Viel Glück. Oh, oh! Wir können die Tür öffnen im Fernseher. Aber was ist, wenn die Pillen leer sind? Ende. Das Ende. Ein Tag zu dieser Zeit. Oh! Okay, das war jetzt wirklich das Ende. Waren denn unsere Pillen leer? Uns fehlt ja irgendwie eine Pille. Fand ich auf jeden Fall interessant. War mal ein anderes Spiel, oder? Ich muss jetzt noch warten, bis der Chat zu Ende ist.